Jetzt geht es nach Erfurt. Was erwarten Sie da für ein Spiel? Erfurt ist im Moment Tabellenführer. Ja, ich erwarte ein Spitzenspiel. Da braucht man kein Prophet sein, nein, aber Erfurt ist eine sehr gute Mannschaft, das muss man echt, dem muss man Respekt zollen, spielen schönen Fußball, geradlinig auch sehr effizient vor. Und ich glaube, da kommen zwei sehr spielstarke Mannschaften, die sehr viel mit dem Ball haben wollen, und ich glaube, für den neutralen Zuschauer wird es so oder so ein sehr schönes Spiel im guten Stadion und am Ende hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Aber Erfurt ist eine gute Mannschaft, die gerne Fußball spielt, flachen Fußball spielt. Ich glaube, die stehen auch mit der Spielweise nicht ganz so unrecht da oben. Und ich glaube, das wird ein schweres Spiel. Aber ich glaube, wenn wir unseren Fußball durchziehen werden, dann können wir auch da die 3 Punkte sammeln. Also es gibt gegen Erfurt 3 Punkte, es gab heute 3 Punkte. Wir versuchen das Spiel zu gewinnen, wir haben es heute versucht. Wir versuchen jedes Spiel so anzugehen, wie wir unseren Plan machen vor dem Spiel. Es ist jetzt kein besonderes Spiel. Die Tabellensituation macht es besonders, aber für uns gibt es jetzt keine 6 Punkte. Ja, wir fahren dahin und wollen unbedingt 3 Punkte holen. Es ist natürlich ein Spitzenspiel, alles ist angerichtet.